Jo, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Disney Dreamlight Valley. Und ich war zwischen den Folgen, wie ich schon angekündigt hatte, wieder unterwegs gewesen, hab jede Menge Edelsteine gesammelt, hab auch Lebensmittel gesammelt, hab geangelt und so weiter. Ne? Ich hab jetzt auch reichlich zu essen eingepackt, damit habe ich gerade auch eine Dreamlight Quest noch abgeschlossen. Da kommen wir zum Punkt. Da habe ich auch jede Menge abgeschlossen. Seht ihr oben hier, 9800 haben wir jetzt. Da kommen jetzt bestimmt noch 100 oder 200 dazu. Und wir haben 73.208 Münzen. Wir werden langsam reich. Vielleicht werden wir irgendwann reicher als Dagobert. Und ich möchte mit euch heute, bevor wir irgendwelche Quests anfangen, ja, kann ich jetzt die Map nicht öffnen, da müssen wir aber sicherlich erst raus. Ich möchte heute mit euch hier die Lichtung des Vertrauens aufdecken. Ich habe in der Fibel gesehen, dass wir hier auch Hartholz finden können. Da habe ich im Wald gar nichts mehr gefunden. Bin ich natürlich auch ein paar Mal durch. Kein einziges Hartholz. Und deswegen habe ich dann geschaut und wir werden für 5000 die Lichtung des Vertrauens aufdecken. Und dann würde ich sagen, gehen wir los. Let's go. Vorher. Warum musste ich denn? Werden wir hier das noch abgeben? Ja, 100 Dreamlight, ne? Also 9900. Ja, dann könnten wir theoretisch, hier habe ich ein bisschen geschmückt mit den Geschenken, die wir letztens geholt haben aus dem Event. Dann könnten wir höchstwahrscheinlich in der nächsten Folge auch das nächste Türchen öffnen im Traumschloss. Wusstest du, dass du hier praktisch der Held von allen bist? Ja, und das ist so der grobe Plan. Mal gucken, ob wir ein paar Quests zwischendurch auch noch schaffen. Wir schauen erstmal, was uns jetzt dort unten im gute Frage, ne? In der Lichtung des Vertrauens erwartet. So, wir haben ja, ich bin schon richtig hier. Genau, hier sind wir richtig. Hier wollen wir die Dorn weg haben. Und dann würde ich sagen, machen wir das mit E. Ruf oh, Merlin. Hallöchen, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Nimm auf jeden Fall die Lichtung des Vertrauens in deine Reisepläne auf. Das heißt, nachdem du die Nachtdornen entfernt und den Weg freigemacht hast. Dort gibt es viel zu lernen, wirklich viel. Lass uns zur Lichtung des Vertrauens gehen. Danke, sehr freundlich von dir. Und wir haben wieder eine Quest, die wir einlösen können. Ja, das nächste Türchen kostet ja wieder 4000, also das können wir uns auf jeden Fall leisten. Da haben wir gleich noch ein paar Münzen. Sehr gut. Hier gibt es auch wieder neue Blumen. Was gibt's hier? Sind das Pilze? Ja, scheint so. Gleich mal nachschauen. Das. Ich meine das Knurren, was gerade im Hintergrund war, oder das Knattern, ich weiß nicht ganz genau. Champignons, okay. Wieder was Neues. Ja, das muss hier aus dem Teich kommen, oder? Irgend so ein knurriges Geräusch. Und die gute Uschi ist auch wieder hier. Oder schon auch hier. Thank you.
Zitronen scheinbar. Ja. Irgendwie müssen wir doch an die Pilze hier rankommen, oder? Hier ist wieder ein Stand von Goofy. Und jede Menge Teiche hier, ne? Gut, was gibt's hier? Baue Zitrin ab. Ein neues Erz. Neue Steine. Edelsteine. Zitrin. Merlin hatte uns doch damals irgendwie unsere Gießkanne verzaubert, damit wir die Pilze wegbekommen. Was hat denn der da gemacht gehabt? Wieder was Neues. Kakaobohne. Nice. Und jede Menge Nachtorben, die darauf warten, weggemacht zu werden. Das ist auch was Neues scheinbar. Ein neuer Samen. Schauen wir dann gleich mal, nachdem wir die Nachtorben hier beseitigt haben. Haben wir gleich mal unseren Begleiter gestreichelt. Noch einmal. So, was haben wir denn hier? Okrasamen. Weiß ich im Moment noch gar nichts damit anzufangen. Was ist Okra? Vielleicht wisst ihr das, schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Ich schwöre, dass hier in der Nähe irgendwo ein Haus war. Wem gehörte es? Es war einer meiner Freunde. Wie konnte ich? Leute, ich habe keine Ahnung, was uns hier alles so erwarten könnte. Ah, guck mal, hier haben wir scheinbar Hartholz, ne? Jawohl, endlich. Hoffentlich gibt es hier ein bisschen reichlicher davon. Wir müssen sicherlich irgendwie da rüberkommen, ne? Aber wie? Das nicht auch irgendwie nach Uschi aus? Das war, glaube ich, Seetang gewesen, ne? Okay, hier scheinen wir irgendwie... Hier geht es noch viel weiter, ne? Ich dachte schon, dass das Gebiet auch so relativ klein ist. Was ist denn das? Ey, das ist ja sonst, wie wir als Haustier haben. Können wir das füttern? Das ist ein kleines Krokodil, ne? Ja, als Hartholz, das holen wir uns gleich mal. Ja, mich würde mal interessieren, wie ich die Pilze jetzt hier wegbekomme, ne? Ich
Wir können ja mal mit Uschi sprechen. Du bist hier. Endlich. Ha. Ich hatte den Dreizack in der Hand und die Krone auf dem Kopf. Kannst du dir die Macht vorstellen? Ich will diese Art von Macht nicht. Das klingt fantastisch. Das war es, das war es. Nein! Diese fade kleine Prinzessin und ihr läppischer Prinz haben alles ruiniert. Aber ich werde mich rächen. Warte nur ab. Auf Wiedersehen. Hier gibt's keine Rache, Uschi. Hallo, Liebes. Können wir die mitnehmen? Können wir hier irgendwas geben? Haben wir jetzt nicht mit. Ein leeres Fläschchen könnten wir hier geben. Da haben wir reichlich zu Hause. Weil ich auch reichlich Sand gesammelt habe und Glas daraus hergestellt habe. Nee, das Haus möchte ich mir jetzt im Moment gerade nicht ansehen, aber das behalten wir uns mal im Hinterkopf. Und jetzt geh fort mit dir. Halt die Klappe. So. Dann wollen wir uns mal anschauen. Ohne lange zu zögern, was hier auf uns wartet. Also, da wird sich sicherlich irgendwas ergeben, womit wir die Pilze wegmachen können. Ich weiß das nicht mehr, was Merlin uns damals da in die Gießkanne gemacht hat. Und hier kommen wir irgendwie nicht rein. Ne? Warum nicht? Warum nicht? Ah, guck mal. Ach so, naja, gießen können wir immer. Ich dachte, ja, klar. Warum kommen wir hier nicht rein, Leute? Vergiss nicht, mich zu besuchen. Ja, vielleicht müssen wir sie sogar besuchen, erstmal. Vielleicht hat die ja damit was zu tun, ne? Na gut, wir werden mal versuchen, ob sie uns dann weiterbringt hier. Da hat aber jemand. Na gut, wir waren ja eigentlich schon bei Uschi gewesen, ne? Dem Thron haben wir auch schon gesessen. Ja, gute Frage, ne? Vielleicht müssen wir auch erstmal. Nee. Habe ich irgendwas übersehen hier? Wie war das mit der Gießkanne? Gute Frage, ne? Gute Frage. Ja, das Angeln wird uns auch nicht viel weiterbringen, ne? Höchstens mal hier gucken, was sich hier verbirgt. Ein festlicher Tintenfisch. Das ist, glaube ich, schon der vierte festliche Fisch, den wir gefangen haben.
mit einer Weihnachtsmütze. Ja, ich würde sagen, wir machen mal den Brunnen frei hier. Hallo! Ja, das wissen wir ja, dass wir damit überall schnell hinreisen können. Ein. Ich möchte mal wissen. Ah, hier ist Merlin, ne? Der hat irgendwas für uns. Komm mal her, Merlin. Na dann, wir haben viel zu tun. Verflixt und zugenäht. Wir haben ein neues Problem. Eine Art dunkler Zauber liegt über dem großen Baum auf der Lichtung des Vertrauens. Aha. Sie ist anders als die andere dunkle Magie, mit der wir es zu tun hatten. Sie ist schwieriger und viel mächtiger. Ich habe den Verdacht, dass sich einer der Dorfbewohner in Zaubereien eingemischt hat, die in diesem Tal nichts zu suchen haben. Und dass es furchtbar schiefgegangen ist. Ich befürchte, dass nicht einmal deine mächtige Magie ausreichen würde, um den Baum zu... um den Bann zu brechen. Aber jetzt, da die Kugeln der Freundschaft, der Macht und des Mutes wieder an ihrem rechtmäßigen Platz sind, weiß ich, dass ich dir diese Aufgabe anvertrauen kann. Du willst, dass ich zur Lichtung des Vertrauens gehe und versuche, die dunkle Magie vom Baum zu entfernen. Gut, wir sind zwar schon hier. Ich werde dich nicht enttäuschen. Das scheint ein wenig beängstigend. Bevor du jemand anderem vertrauen kannst, musst du dir selbst vertrauen, Jens. Ich weiß, dass du das kannst. Sobald du kannst, geh zur Lichtung und konzentriere dich auf... Sobald du kannst, geh zur Lichtung und konzentriere dich darauf, deine Magie auf den Baum anzuwenden. Danke, sehr freundlich von dir. Gut, dann wollen wir mal schauen, was wir tun können. Dazu legen wir aber die Angel erstmal weg. Gut, das scheint der Baum zu sein hier, ne? Aha. Geht denn hier ab? Gut, hier ist eine Hexenkessel, sehe ich schon mal. Was haben wir denn hier? Wer ist das? Wieso hat das so lange gedauert? Mutter Gothel. War nur Spaß. Die kenne ich auch noch nicht, ne? Weiß ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht. Endlich hat es jemand geschafft, die Tür zu meinem Gefängnis zu öffnen und mich zu befreien. Keuch, du bist es. Sind wir uns schon einmal begegnet? Wer hält dich hier gefangen? Wusstest du das nicht? Unser gütiger und gnädiger Herrscher natürlich. Es scheint schon Äonen her zu sein. Der Herrscher hat dich hier eingesperrt? Warum? Dafür muss es einen Grund geben. Na, fragen wir, warum? Na schön. Ich gebe es zu, ich habe vielleicht ein kleines bisschen mit dunkler Magie herumgespielt. Ich habe bloß versucht, einen Fluch zu erfinden, der jemanden wohlbehütet einsperrt. Warum sollte man sich mit einem geheimen Turm abmühen, wenn man das einfach mit Magie tun kann? Das ist wirklich schlau. Endlich jemand, der meinen Genie zu schätzen weiß. Nun, ich gebe zu, der Zauber ist vielleicht ein wenig außer Kontrolle geraten. Mhm. Man könnte sogar sagen, er drohte, das ganze Tal zu zerstören. Ich schätze, ich habe keine Ahnung, wie mächtig ich bin. Ha! Nun, dann hat unser Herrscher beschlossen, den Bann gegen mich auszusprechen und mich hier einzusperren. So sehr ich es schätze, dass du mich befreit hast, aber ich fürchte, du hast einen schrecklichen Fehler gemacht. Was soll das heißen? So wie ich durch meinen Fluch hier gefangen war, war auch der Fluch mit mir hier gefangen. Oh mein Gott. Jetzt, da du mich befreit hast, hast du meine dunkle Magie auf das ganze Dorf losgelassen. Schnalz, was für ein Chaos du angerichtet hast. Ich habe nur versucht zu helfen. Oh.
Ich weiß, Schätzchen, es ist wirklich tragisch. Aber wenn wir die Kugel wieder in die Säule des Vertrauens legen können, könnte das die lästige dunkle Magie vertreiben. Du hast Glück. Ich weiß zufällig, wo die Kugel versteckt ist. Sagst du mir, wo sie ist? Sag es mir sofort, bevor ich wütend werde. Nee, wir nehmen das Erste, wir bleiben sachlich, ne? Oh, ich liebe deine Manieren, Kindchen. Da du so höflich bist, werde ich dich in mein kleines Geheimnis einweihen. Um die dunkle Magie zu nutzen, die ich für meinen Fluch brauchte, musste ich die Kugel des Vertrauens aus der Säule reißen. Beeil dich, lass uns zur Säule des Vertrauens gehen. Diese Unterhalt... Sprich dich ruhig aus. Ah, da hinten ist es ja, ne? Genau. Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Siehst du die schwebende Insel dort drüben? Dorthin habe ich die Kugel des Vertrauens geworfen. Du kannst versuchen, sie zurückzuholen, aber nur, wenn du weißt, wie du dir Flügel wachsen lässt. Die Brücke zu dieser Insel ist vor langer Zeit zusammengebrochen. Noch ein Wort der Warnung zur Kugel des Vertrauens. Du kannst sie zwar sehen, aber du wirst sie nicht anfassen können. Ich habe einen Zauber gesprochen, um sie zu verbergen. Aber er hat ein bisschen zu gut funktioniert. Sie befindet sich jetzt zwischen den Welten wie ein Traum kurz vor dem Aufwachen. Was schlägst du vor? Kannst du nichts dagegen tun? Wenn ich könnte, hätte ich das schon längst getan. Versuche es bei Merlin. Lass den alten Zaudreier mal was Nützliches tun. Du bist noch hier? War nur Spaß. So, gucken wir noch mal. Brauchst du etwas? Jens, du hast meine Aufmerksamkeit. Soll ich dir einen mütterlichen Rat geben? Du bist nicht meine Mutter. Okay, sag mal. Oh, es ist so schön, jemanden zu haben, der meine Freundlichkeit zu schätzen weiß. Im Gegensatz zu einigen undankbaren Kindern, die ich nicht nennen werde. Wozu möchtest du einen Rat, Schätzchen? Zum Leben, zu Romanzen, zu Gründen, warum ich meinen Turm nicht verlassen sollte. Ja, das nehmen wir. Aha, jetzt bist du derjenige, der mich aufzieht. Ich werde mich daran erinnern. Worauf wartest du noch? Los, was für ein Vergnügen. Können wir hier etwas geben? Ah, Zucchini kriegen wir da wahrscheinlich raus aus den Saum, wa? Maguro-Sushi? Nee, haben wir nicht. Gut, dann wollen wir mal mit Merlin reden. Ach, ich wollte was futtern, ne? So, auf geht's. Das hat ja nicht viel geholfen, ne? Ein bisschen schneller laufen. Wo ist der gute Merlin? Oh je, alles verzaubert. Jetzt sind die alle gefangen, wa? Ja, wir gehen gleich mal hier zu Merlin. Der steht ja dann meistens auch vor der Tür. Wenn wir drinnen waren, wenn er dort nicht ist. Ist er nicht? Eigentlich steht er dann immer hinter uns. Na, schauen wir mal auf der Map. Wo ist Merlin, Leute? Ah, der ist am Strand. Der unterhält sich wahrscheinlich gerade mit Uschi. Thank you.
könnte hier noch ein paar Schlitten gebrauchen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit, mein Guter. Ja, mit dem Christoph war ich auch unterwegs. Da haben wir jetzt Level 8. Mit Donald haben wir jetzt sogar Level 10. Mit dem war ich auch unterwegs. Und der gibt dir ja jedes Mal, wenn du Erze abbaust, gibt er dir fast jedes Mal noch einen extra. Und wenn du Edelsteine abbaust, gibt er dir jedes Mal einen extra Edelstein. Ne? So, was ist denn jetzt hier? Die unterhalten sich gerade. Da können wir nicht dazwischen quatschen. So. Da bist du ja. Ich brauche dein Rat, Merlin. Jens, diese ganze dunkle Magie ist also das Werk von Mutter Gothel. Ich hätte es wissen müssen. Sie wollte das nicht. Wir sollten sie im Auge behalten. Ja, das nehmen wir. Oh, ich werde Mutter Gothel im Auge behalten. Das Letzte, was wir hier brauchen, ist jemand, der sich mit Flüchen und dunkler Magie herumschlägt. Die meisten Dorfbewohner sind durch diesen vermaledeiten Fluch in ihren Häusern gefangen. Ursula und ich konnten uns nur befreien, weil wir selbst etwas Magie eingesetzt haben, um ihn abzuwehren. Um diesen Fluch zu brechen, müssen wir die Säule des Vertrauens wiederherstellen, aber das könnte einen schrecklichen Preis haben. Ich kenne einen Zauberspruch, der funktionieren könnte, aber er ist gefährlich. Er verlangt Opfer, die du vielleicht nicht bringen willst. Der Zauber wird dich an einen anderen Ort bringen, irgendwo zwischen hier und dort, wo die Kugel des Vertrauens versteckt war. Es ist nicht leicht, dorthin zu gelangen und es ist gefährlich, dort festzusitzen. Was ist das hier und dort? Es ist ein Ort zwischen beiden Welten, der aus reiner Magie besteht. Im Hier und Dort gelten die Regeln unserer Welt nicht. Man kann durch Dinge gehen und Dinge sehen, die man nicht sehen sollte. Man könnte es sogar wagen, in der Luft zu gehen. Aber normalerweise kommen Dinge oder Menschen, die ins Hier und Dort gehen, nie zurück, um zu erzählen, was sie gesehen haben. Kann ich zurückkommen? Die Magie der wiederhergestellten Säule des Vertrauens sollte ausreichen, um dich ins Dreamlight Valley zurückzurufen. Wir müssen einfach darauf hoffen, dass man der Meerhexe trauen kann. Was ist der Zauber? Einer, für den du Ursulas Hilfe brauchst. Ich fürchte, diese Art von Magie ist nicht meine Spezialität. Okay. Du bist hier. Endlich. Wie typisch. Immer überlassen bärtige alte Knacker den Hexen die ganze Drecksarbeit. Den Hexen und dir, so wie es aussieht. Sag mal, Jens, bist du bereit zu tun, was nötig ist? Alles für Dreamlight Valley. Ha, das wird sich zeigen. Nun, Schätzchen, einige von uns haben es geschafft, sich von der dunklen Magie zu befreien, die im Dorf wütet. Aber wir müssen etwas aufgeben, um die anderen zu befreien. Merlin schenkte mir sein Vertrauen in Anbetracht unserer Vorgeschichte. Könnte das genug Opfer sein? Was mich betrifft, so opfere ich meinen Stolz für das Allgemeinwohl. Ganz schön nobel von mir. Findest du nicht? Bleibt noch Christoph. Er hat den Fluch abgewehrt, bevor er ihn einsperren konnte. Es liegt an dir, etwas von ihm zu bekommen. Das größte Opfer von allen. Seine Liebe. Er muss bereit sein, all seine Erinnerungen an seine liebe Anna aufzugeben, um das Dorf zu retten. Das ist ja furchtbar. Ich kann nicht. Ist das alles? Ganz einfach. Du musst. Es ist die einzige Hoffnung, deine Freunde zu retten. Zuletzt brauchen wir noch ein paar Zutaten, um den Zauber zu vervollständigen. Hol dir ein paar dieser Traumscherben und Nachtscherben. Wenn du alles hast, was wir brauchen, treffen wir uns in der Grotte, in der wir uns zuerst getroffen haben. Ich werde den Zauber dort ausführen. Sind wir uns einig? Ja, müssen wir ja, ne? Gut, wir brauchen 5 Nachtscherben, aber die haben wir ja in unserer Truhe, ne? Normalerweise haben wir die auf Lager. Da ist Christoph. Oh, hey! Jens, was ist denn hier los? Überall ist diese dunkle Magie. Ich habe es kaum geschafft, sie abzuwehren. Es ist ein Fluch, den Mutter Gothel ausgesprochen hat.
Ich brauche deine Hilfe, um ihn zu brechen. Du müsstest dein Opfer für mich bringen. Du brauchst nicht wirklich anders Erinnerungen, oder? Ich brauche deine Hilfe. Ich tue alles, sag mir, was du brauchst. Du musst zustimmen, deine Liebe zu Anna aufzugeben. All deine Erinnerungen an sie. Was? Das ist doch verrückt. Anna bedeutet mir alles. Ich werde meine Erinnerungen an sie nie aufgeben. Es ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Du wirst dich noch einmal neu in sie verlieben können. Ja. Ich schätze, das ist wahr. Wir werden wieder diese warmen, prickelnden Gefühle haben, die man bekommt, wenn man sich zum ersten Mal verliebt. Und es hilft auch Anna, oder? Nun, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, das Tal zu retten, werde ich es tun. Die Liebe, die ich für Anna empfinde und ihre Liebe für mich, wird alles überstehen. Ich vertraue darauf, dass du mir hilfst, meine Erinnerungen zurückzubekommen. Aber für den Moment werde ich sie aufgeben. Hey, danke. Okay, das war nicht schwierig. Gut, dann gucken wir mal, was die Nachtscherben sagen. Und wir sammeln mal hier das Geschenkpapier auf. Damit können wir Säckchen für, ja, weiß ich nicht, nicht so, also da ist Kohle drin, ne? Für nicht so freundliche Dorfbewohner basteln. Da habe ich schon zwei auf Lager. Probiert habe ich die noch nicht. Wir gucken mal nach den Nachtscherben. Ob das reicht, wenn wir die aus der Truhe nehmen? Ja, wir müssen erstmal aufräumen. Unser Inventar ist voll. So. Dann trifft Ursula in der Höhle, wo wir sie das erste Mal getroffen haben. Vorher gehen wir nochmal am Brunnen vorbei und geben unsere Aufgaben ab. Unsere Quests hier für das Dreamlight. Unsere Dreamlight-Pflichten, um genau zu sein. Gut, 5400. Nice. Dann geht's wieder runter zum Strand. Von Uschi. Gucken, was er uns für einen Zauber gibt. Christoph ist auch hier. Oh, du bist es. Hervorragend. Der Junge hat akzeptiert. Du bist wirklich sehr überzeugend, Jens. Ich bin fast beeindruckt. Jetzt muss nur noch ein Opfer gebracht werden. Deines. Ich brauche deine Magie. Das ist ein Trick. Ich mache es. Ja. Ha, gut. Jetzt, da ich alle Zutaten habe, kann ich den Zauber wirken. Reise ins Hier und Dort, hole die Kugel des Vertrauens zurück und hebe den Fluch auf. Trödel nicht herum, Schätzchen. Unser Schicksal liegt in deinen Händen. War Mini auch. Guck mal, wir sehen aus wie Mini, bevor sie wieder ihre richtige Gestalt angenommen hat. So, dann gucken wir mal, was als nächstes jetzt hier ansteht und pinnen uns die Aufgabe auch mal an. Ist ja angepinnt, ne? Hole die Kugel des Vertrauens von der schwebenden Insel. Ach so, okay. Dürfte vielleicht gar nicht so schwer sein, ne? Was ist denn das für Blume? Ja, die kann ich gar nicht aufheben.
Man sieht gar nichts, ne? Nur die Umrisse. Nee, sonst kann ich nichts machen. Aber wenn ich mal sehen würde, wo ich hinlaufe, ne? Da sehen wir die Kugel auf jeden Fall. Sehr gut. Sollen wir die Kugel wieder einsetzen? Und dann schauen wir mal, was passiert. Guck mal, jede Menge Hartholz. Weichholz ist auch dabei. Und Champis. So, sprich mit Mutter Gotell. Wo ist die Gute? Scheinbar in ihrem Baum drin. Ne? Kann man der Baumhaus dazu sagen? Vielleicht. Ne, nee, hier ist sie nicht. Ah, da ist er. Wieso hat das so lange gedauert? Ja, das hat... Ja. War nur Spaß. Ah, alles gut, ja. Du hast wieder einmal alle gerettet, wie immer. Du kennst mich doch gar nicht. Ja, ich bin der Beste. Nee. Hast du mich beobachtet? Wir sind ja nicht Maui, ne? Du kennst mich doch gar nicht. Ich kenne dich nicht. Ich dachte, du tust nur so, aber du weißt wirklich nicht, wer du bist, oder? Na, dann will ich die Erste sein, die dich wieder willkommen heißt. In dem Tal, das einst deine Heimat war... Bist du unser Herrscher, Majestät? Majestät? Ich wusste es. Ich bin was? Das Erste? Genau, du warst schon immer der rechtmäßige Herrscher dieses Tals. Vor langer Zeit hast du dieses Land regiert. Die Dinge liefen gut und du hast dir sehr viele Freunde gemacht. Aber dann hast du dich verändert. Und eines Tages bist du schwuppdiwupp einfach... Aber dann hast du dich verändert. Und eines Tages bist du schwuppdiwupp einfach so spurlos verschwunden. Während deiner Abwesenheit begann etwas Böses an Macht zu gewinnen. Bis es das Vergessen auslöste. Wenn du das Vergessen beenden willst, musst du einen Weg finden, es zu erreichen und ein für alle Mal auszulöschen. Erkunde weiter das Land, Majestät. Vielleicht findest du sogar jemanden, der dir dabei hilft. Hervorragend. Okidoki. Was nehmen wir denn da? Ich würde sagen Bergbau, weil wir da einfach das meiste Geld damit verdienen können. Und das haben wir ja bei Donald auch, ne? Und da können wir die... dann in dem Moment auch gleich leveln und das sieht auch ganz gut aus. Du siehst ein bisschen heruntergekommen aus, Jens. Gut, das konnte ich nicht zu Ende lesen. Nee, das wollte ich gar nicht. Was für ein Vergnügen. Oh gut, der Laufbursche des Tals ist hier. Ich hoffe, du hast Zeit, ein Artefakt für mich zu besorgen. Ich brauche es ganz dringend. Was brauchst du? Der Händler mit den Federn
Manobert oder... Er hat eine magische Schriftrolle. Die Sonnenschriftrolle. Sie führt einen nicht zu Reichtum, also ist sie völlig nutzlos für ihn. Sie führt allerdings zum Sonnenstein. Ein magisches Artefakt, das uns helfen wird, die große Weide auf der Lichtung zu retten. Außerdem gibt es da noch eine unbedeutende kleine Nebenwirkung, die mich auf ewig jung halten wird. Aber das Wichtigste ist, dass alle davon profitieren werden. Ich bezweifle, dass der Händler überhaupt weiß, was die Sonnenschriftrolle bewirkt. Sei also so lieb und hol sie für mich. Hat Herr Dark zugestimmt, sie dir zu geben? Nicht mit so vielen Worten, aber das lässt sich schnell beheben. Wir werden ihn einfach ausspionieren, herausfinden, wo er die Sonnenrolle versteckt hat und sie dann an mich, uns, nehmen. Ausspionieren macht Spaß, lass uns das machen. Ich denke, ich werde einfach direkt mit Dagobert sprechen. Uff! Ich hätte wissen müssen, dass du eine so einfache Aufgabe nicht erledigen kannst. Na schön, dann geh doch. Vielleicht macht Dagobert Duck einen Handel mit dir. Solange du mir die Schriftrolle bringst, ist es mir egal, wie du es anstellst. Okay, wir haben also quasi eine neue Quest. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir machen hier noch eine Runde. Und dann schauen wir, dass wir in der nächsten Folge erstmal das nächste Türchen im Traumschloss öffnen. Und dann machen wir danach mal wieder eine Aufgabe oder eine Folge, wo wir ein paar Quests erledigen, ne? Vielleicht auch zwei. Schauen wir mal. Aber wir wissen erstmal, was wir in der nächsten Folge vorhaben. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Leute. Wenn das so ist, lasst mir doch gerne ein Like da und zeigt es mir damit. Kommentiert auch gerne. Und über ein Abo würde ich mich ganz besonders freuen. Dann könnt ihr auf meinem Kanal einfach nichts Neues mehr verpassen. Und wenn ihr zusätzlich noch das Glöckchen aktiviert, dann werdet ihr sogar über jedes neue Video, was ich online stelle, benachrichtigt. Bleibt mir gesund und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, euer Jens.